Servus Freunde, hier zu einem neuen Foundation Video. Wie ich euch schon mal versprochen habe, werde ich auch einige Mods natürlich auch ausprobieren. Und ich habe mir überlegt, wir werden das Ganze natürlich wieder in Foundation Guide reinpacken, also mit Tipps und Tricks. Wir starten komplett neu eine Siedlung. Und das werden wir auch gemeinsam machen. Wir starten natürlich gleich hier bei einem sehr schönen Platz. Bitte vergesst nicht, ich werde es auch immer öfters dann in die Videos hineingeben, die ganzen Links zu den anderen Tipps und Tricks Videos von Foundation. Vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und lasst ein Like, ein Kommentar auch bitte hier, was ihr natürlich zu den Spielen sagt und was natürlich auch eure Tipps und Tricks natürlich sind. Und wir gehen jetzt auch alles wieder auch Schritt für Schritt durch und wir werden auch diese Mods jetzt einmal dann uns näher ansehen. Wir suchen uns mal dieses Fleckchen aus und starten gleich einmal, ich würde mal sagen, hier unser Dorfzentrum. Hier oben, wenn wir dann Bären sammeln, da haben wir dann ein bisschen Holzindustrie, das heißt, wir werden jetzt hier unser Dorfzentrum aufbauen. Und wir gehen natürlich wie bei den anderen Tipps und Tricks Videos ein bisschen nach Plan gleich am Anfang. Das heißt, wir bauen einmal eine Bauhütte. Ihr seht schon, die Mods, die ich verwende, sind natürlich Fair. Also sind natürlich Dekorationen, die wir haben. Da habe ich mir auch noch das Terrain genommen und natürlich auch die Lagerung, also für größere Lagerhäuser, das ist dann auch sehr interessant, ihr werdet es dann sehen, und natürlich auch andere Häusertypen, auch sehr interessant. Ein bisschen schummeln tue ich auch, denn fürs Late Game, seid ihr sicher auch schon drauf gekommen, dass es nicht gerade unbedingt einfach ist, so viel Eisen zu beschaffen. Wir haben nicht sehr viel Eisen auf der Map und das werden wir uns natürlich ein bisschen ergaunern. Am Anfang natürlich einen Baumeister reicht, bitte, ein Baumeister am Anfang sollte reichen. Und wir bekommen jetzt natürlich hier den Baumeister zuweisen, haben wir jetzt auch schon geschafft. Wir werden jetzt ein bisschen hier das Tempo erhöhen, damit auch die Aufträge reinkommen. Das heißt, jetzt natürlich gleich das Holzfällerlager. Da könnt ihr auch wieder einen Holzfäller hineingeben. Den geben wir natürlich gleich hier am Anfang rein, weil Holzfällerlager werden wir sonst so später nochmal verschieben. Bis der gebaut ist, dauert es jetzt natürlich ein bisschen. Und am Anfang werden wir uns natürlich kurz ansehen, wie wir das Ganze aufbauen werden. Hier oben haben wir die Ressource Stein und Bären, das heißt, zwei Bärenfarmen werden sich da oben ausgehen. Ein Steinsammler dabei reicht auch vollkommen. Das heißt, hier oben werden wir dann ein bisschen auch eine kleine Industrie am Anfang bauen. Das heißt, Sägewerk kommt hin, auch die Steinmetzerei kommt hin, um natürlich auch Stein zu schlagen. Wir haben jetzt da hier schon, da können wir zwei Holzfäller hineingeben, damit wir natürlich so schnell wie möglich auch das Holz hier abfarmen. Und wir brauchen jetzt natürlich auch hier schon die Abbauzone. Die Abbauzone findet ihr hier ganz unten. Mit Steuerung könnt ihr natürlich hier, wie ihr seht, den Radius verändern. Ihr könnt gleich natürlich das ganze Kachel voll machen. Die ganze Kachel hier voll machen. Vor allem auch wichtig dann nachher für die Bären. Und ja, mit Escape schließt ihr das Ganze natürlich wieder. Sonst, wenn ihr auf den rechten Mauszeiger drückt, dann gebt ihr die Fläche natürlich wieder frei. Schauen wir uns einfach später an. Wir werden einige Zonen wahrscheinlich dann auch noch zerstören müssen oder wie gesagt aufheben müssen. Jetzt brauchen wir schon mal produziert Bären. Wir brauchen Bären, aber nicht die Grizzlies, sondern natürlich diese Waldbären. Da reicht am Anfang mal eine Hütte. Mit Steuerung könnt ihr auch hier wieder die Hütte drehen, je nachdem wie ihr es wollt. Für die Stadtplanung später sicherlich vom Vorteil am Anfang. Ja, stellen wir es jetzt mal hin und die bleiben auf jeden Fall behalten, also erhalten. Die werden wir auf jeden Fall trotzdem dort stehen lassen, die Bärenpflücker. Was wir mit den Steinen in Zukunft machen werden, das schauen wir noch ab. Ich komme dann auch später noch dazu. Gerade auf einer Insel, der Start ziemlich schwierig. Also schwierig. Wenn man etwas nicht bedenkt, kann es natürlich sehr frustrierend werden, wenn man da nicht drauf kommt. Das Spiel gibt uns dann später auch Hinweise, dass unser Dorfzentrum nicht erreichbar ist. Was aber klar ist, die Leute schwimmen hier nicht durch den Fluss. Wir haben hier eine sehr schöne schmale Stelle, da bauen wir dann eine Brücke drüber, damit die Leute auch um unser Dorfzentrum kommen. Dann beachten wir dies nicht am Anfang, kommen noch keine neuen Kömmlinge zu uns. Kann ziemlich langweilig werden, wir machen auch nicht gerade sehr viel Kohle dann. Wir werden jetzt einmal Bären produzieren, dann brauchen wir noch einen Fix für unseren Markt, den werden wir jetzt natürlich auch bauen. Den Markt werden sie verlangen, also am Anfang brauchen wir mal einen Speicher. Das heißt Speicher und ein Marktplatz, das sind jeweils zwei Mitarbeiter, die wir benötigen. Und Stein brauchen wir auch, sonst können wir kein Lager bauen zum Beispiel. Wir schauen aber mal nach, wir haben jetzt hier schon 63 Holzstämme. Das heißt, wir können jetzt schon hier die Brücke bauen. Das reicht vollkommen. Die Brücke bauen wir jetzt hier, so klein wie möglich, muss ja nicht unbedingt teuer sein, sie müssen auf jeden Fall nur rüberkommen. Das heißt, wir brauchen hier 70 Holzbretter,
Das heißt, wir brauchen jetzt schon hier das Sägewerk. Das Sägewerk braucht noch keinen Stein, oder? Ui, auch. Das Sägewerk braucht Stein. Das heißt, wir brauchen jetzt schon mal ein Steinmetz. Also Steinbruch. Wir brauchen auch noch machen. Das heißt, wir brauchen auch noch einen Mitarbeiter. Dann fürs Sägewerk noch einen Mitarbeiter. Ich glaube, wir haben zu wenig Leute. Und das kommt natürlich nicht gut rüber. Es wird natürlich unser Bauherr ein bisschen in Bedrängnis kommen. Die Zeit lassen wir ihm. Wir wollen ihn nicht stressen. Zah, ein bisschen. Na, den wollen wir natürlich nicht stressen. Der Aufbau ist natürlich am Anfang sehr wichtig. Bedenkt, wenn ihr hier auf der Insel startet, wirklich schon mal die Brücke in Auftrag zu geben, damit einmal das Geld weg ist. Ihr habt wirklich am Anfang sehr viele Geldprobleme aufgrund dieses Starts. Wenn ihr euch daran haltet, geht es natürlich auch. Man kann auch den einfachen Weg nehmen. Ich habe jetzt hier ein bisschen den komplizierteren Weg genommen, indem ich jetzt da alles hier gebaut habe, weil ich dann... Entschuldigung, ich habe jetzt da schauen müssen, da fliegt irgendwas durch meine Wohnung, weil die Fenster zu sind, also außerhalb der Wohnung. So, ganz kurz, ich spule natürlich wieder dann vor, aber ich möchte natürlich vorab jetzt noch sagen, ich habe einige Sachen noch dazu gebaut, so wie im Brunnen hier, dann auch der Marktplatz ist schon fertig, ist auch schon eine Angestellte drinnen mit Bärenverkauf, die holt sich dann natürlich vom Lager, dass noch ein bisschen Geld reinkommt. Und für die Arbeitsaufteilung habe ich natürlich jetzt auch schon hier einen zweiten Steinarbeiter hineingeschmissen, damit das Ganze natürlich ein bisschen flotter funktioniert. Ihr könnt dann später, und das machen wir natürlich auch bei Tipps und Tricks natürlich auch weiter, ihr habt hier unten auch eine Arbeitsliste, die könnt ihr natürlich auch einsehen. Ihr seht ihr eure ganzen Leibeigenen, dann später auch dann Bürger und Bürgerliche, oder Bürgerliche und Bürger, und auch eure Soldaten natürlich da drin, und da könnt ihr sie natürlich euch mal einteilen. Ganz wichtig ist, wenn ihr aber dann jemanden rausnehmen wollt aus dem Betrieb, könnt ihr das ganz einfach machen. Geht einfach hier hin, öffnet hier die Dorfbewohnerliste, hier, weil auf dem Plus kann man sie einfach wahllos hinzufügen und könnt dann jemanden wieder herausziehen. Das machen wir dann später auch beim Holzfäller und auch hier beim Steinbruch. Wir brauchen dann auch diese zwei Mitarbeiter hier erstmal für den Speicher und auch fürs Sägewerk, dass wir unsere Brücke endlich fertig bekommen, sonst haben wir keine Zuwanderer. Wichtig ist, dass jeder Betrieb am Anfang auch mal besetzt ist. Ihr könnt am Anfang eure Arbeiter, Arbeiterinnen natürlich von Betrieb zu Betrieb schicken, dabei ist es noch egal. Erst beim nächsten Update ist es wichtig, weil da kommen dann die richtigen Stände dazu. Beim nächsten Update ist es dann wirklich extrem wichtig, dass ihr auch die Stände beibehält wegen einem Level. Je höher das Level auch ist, desto höher steigt auch diese Familie und es kommen dann so Zünfte hinzu. Ich habe hier auch schon den Mod heruntergeladen mit Gilden zum Beispiel und der Speicher ist schon mal fertig. Das heißt, da werden wir es jetzt schon mal einsetzen. Das heißt, wir brauchen noch immer Stein. Ich glaube, der ist noch nicht voll, da brauchen wir 10 Stein. Holz hätten wir derweil noch genug. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einen Holzarbeiter heraus. Natürlich den mit dem geringsten Level. Doof, dass beide schon Level 2 sind. Das heißt, hier ist mal freigestellt. Können wir auch schließen und geben hier diesen einen Mitarbeiter jetzt dazu, den wir haben. Sie können einfach Jobhopper sein. So wie wir auch in echt. Können wir auch uns natürlich unsere Qualifikation natürlich auch ein bisschen verändern. Und können natürlich überall eingesetzt werden. Ob es jetzt dafür... dem Bürger, also für die Leibeigenen, im Prinzip jetzt eine Verbesserung war, als im Lager zu arbeiten, möchte ich jetzt da nicht behaupten, aber es müssen alle zusammenhalten. Vor allem, wir kriegen jetzt auch ein bisschen Geld dazu, das brauchen wir jetzt eh unbedingt. Nahrung ist natürlich noch nicht hier, warum nicht? Weil die Tante es natürlich aus dem Speicher holt und nicht direkt von dem, vom Betrieb, sondern wirklich erst aus dem Speicher. Dazu möchte ich dann bei einem späteren Video intensiver hineingehen, wie ihr das wirklich optimieren könnt mit Speicher, wie ihr Zwischenlager bauen könnt, wie das Ganze natürlich dann hin und her geschifft werden kann, wie man so schön sagen kann, also die Transportwege mal beobachten, um wirklich sehr viel Effizienz herauszuholen, dann braucht ihr auch nicht so viele Betriebe, um wirklich so einen starken Überschuss zu haben, dass ihr verkaufen könnt, also einen Handel betreiben könnt und auch jetzt wie hier 29 plus Goldstücke zu machen. Das ist jetzt nur dieser interne Handel, den wir haben. Gehen wir dann später auf den externen Handel. Sind da 200, 300 bis 500 Goldstücke, wenn nicht sogar mehr drin, je nachdem, was ihr produziert, und könnt wirklich hier Haufen Kohle machen. Ganz wichtig für diejenigen, die sagen, ich möchte Monumente bauen, die extrem groß sind und auch sehr teuer. Und jetzt haben wir das. Das Dorfzentrum kann nicht erreicht werden. Ihr seht jetzt auch hier, normalerweise steht hier die, bei der Zufriedenheit auch Zuwanderung da, wie viele Dorfbewohner zu uns kommen würden, ist zurzeit ausgeblendet. Warum? Weil wir hier auf einer kleinen Insel sind, da kommt keiner rüber. Deswegen sehr, sehr wichtig, die Brücke vorab bauen. Und das muss kein Territorium sein, was wir besitzen. Die Brücke kann einfach so gebaut werden und sie kommen einfach da durch. Also ihr braucht auch nicht schauen, dass ihr wirklich dieses Territorium auch besitzt. So, meine lieben Freunde, da sehen wir auch gleich wieder. Die Brücke ist fertig durch grandiosen Einsatz von Catalina.
sehen wir jetzt da hier oben, ist jetzt ein vierter Reiter eröffnet worden, nämlich die Einwanderung, die ist jetzt gerade zurzeit beim Maximum, weil Zufriedenheit ist hoch, Beschäftigung ist hoch und die Wohnfläche ist zurzeit noch niedrig. Das können wir jetzt dann bald ändern. Sobald wir 10 Bewohner haben, kriegen wir auch hier den vierten Marker dazu, also einen vierten Marker hinzu, Entschuldigung, um natürlich dann Wohnflächen zu bauen. Und wir schauen jetzt einmal, dass wir hier ein bisschen Wohngebiete freimachen für unsere Mitarbeiter, also für unsere Dorfbewohner. Hier bedenkt bitte, die siedeln wirklich überall, wo sie wollen. Deswegen zeichnet auch ungefähr ein, wo sie sich ansiedeln sollen und wo nicht. Das heißt, hier möchte ich ein Dorfzentrum halt belassen. Das heißt, sie dürfen sich einmal hier in einer Nierenform ansiedeln. Katharina, die Aufopfernde, durch ihren Einsatz war es möglich, diese Brücke hier unten fertigzustellen. Sie hat tagelang gearbeitet, hat wenig geschlafen, wenig gegessen, dafür halt sehr viel getrunken. Man hat sie meistens am Weg hierher gesehen, also ist da getorkelt aufgrund. Gut, was hat sich jetzt großartig verändert hier in diesem Dorf? Gar nichts. Aber ihr seht jetzt hier gleich ein neues Haus. Nämlich aus dem Mod, was ich heruntergeladen habe. Nämlich für schönere Häuser. Und ihr seht hier ein Haus ohne Eingang. Doch, hier ist es. Huscht einfach gleich mal hinein. Flip und weg war er und kommt auch gleich wieder raus. Und wenn das Herrenhaus fertig ist, können wir dann endlich unsere neuen Kämmerlinge auch befördern, was sehr, sehr wichtig ist. Und da möchte ich natürlich jetzt einen schnelleren Weg gehen. Ich bin es gewohnt gewesen, also von meiner Spielweise her, ich mache das alles ganz langsam. Die, die arbeiten, bekommen natürlich auch den, werden auch befördert praktisch. Ich habe früher immer gerne gewartet, weil ich mir gedacht habe, vom Geld her, habe ich mich nicht immer so getraut, alle zu befördern. Ich bin aber drauf gekommen, es ist für den Anfang gar nicht mal so schlecht, schnell zu befördern, weil da bekommen wir die Betriebe schneller und können viel, viel besser planen. Bevor das Ganze einfach eine Überdimension jetzt bekommt und wir dann später sehr viel abreißen müssen, zwecks unserer Planung, ist natürlich meistens ganz, ganz gut, indem wir schon sagen am Anfang, gut, wir tun schon alle mal befördern, die hier sind. Irgendwann verlieren wir den Überblick. Wir wissen nicht mehr, wen wir aufsteigen lassen sollen. Da stehen wirklich nach Alphabet durch. Da steht Bauer, 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 Bauer. Wir wissen jetzt nicht, welcher Bauer jetzt natürlich jetzt im Stadtzentrum lebt. Das können wir natürlich schon herausfinden, indem wir das Ganze mühsam anklicken. Wer das natürlich möchte, kann es natürlich gerne machen. Ich möchte das natürlich ein bisschen vermeiden. Und bevor wir da weiterquatschen, werden wir auch das Lagerhaus auch freischalten. Das Schlagerhaus, also da, wo die gute Mucke spielt, finden wir bei die Stände. Und sagen natürlich hier durch die Arbeiterschaft haben wir jetzt da 4 Punkte und sagen jetzt das Lagerhaus und Vogtbüro schalten wir jetzt dann natürlich frei. Und die nächste Mission wird auch dieses Lagerhaus sein, weil wir brauchen auch Werkzeug. Und das werden wir jetzt da auch gleich checken. Lagerhaus hat auch wiederum ein bisschen Wirbel oder Lärm rundherum. Das heißt, wir bauen das natürlich dann dort hinten auf. Was macht Foundation eigentlich so besonders? Warum fasziniert mich dieses Spiel so extrem? Ich finde einfach mal so hier sitzen und gemütlich mal zuschauen, wie einfach unsere Dorfbewohner arbeiten, wie sich diese Wege zusammenstellen. Wir können die Wege auch später beeinflussen, indem wir auch sagen, gut, wir wollen jetzt das hier sperren. Das heißt, der Weg soll die Kerzen gerade werden, kann ich das rundherum sperren. Und er wird natürlich den Weg dort innen rüber gehen. Das können wir jetzt da vielleicht auch mal kurz testen und sage einfach hier, verbotenes Land. Mit Steuerung könnte es natürlich etwas kleiner machen. Und ich sage jetzt mal hier, das muss eine kerzengerade Linie sein. Also muss jetzt nicht kerzengerad sein, aber bis dorthin. Und sage jetzt mal hier, möchte ich, dass der natürlich dorthin geht. So da. Und ihr seht, wie sie jetzt da schon da entlang laufen. Das heißt, der Weg wird irgendwann mal verschwinden. Und ihr seht, hier bildet sich schon ein neuer Weg. Aber somit kann man auch optimale Arbeitswege erschaffen, falls wir mal meinen, okay, die rennen irgendwo hin und machen was in einem Looping, gehen spazieren, kehren zum Wirt rein und trinken früher noch genüsslich ein Bier und ein Wein, können wir das unterbinden, wenn wir wollen, nämlich mit dem verbotenen Land. Auch wenn ihr jetzt Bauprojekte starten wollt, große Bauprojekte, könnt ihr diese Zone einfach freilassen. Oder ihr baut einfach mal gar nichts hin, das geht natürlich auch. Aber für euch ist es einfach eine sehr gute Markierung oder halt wenn ihr einen Weg verschwinden lassen wollt. Also in der normalen Version, die ich ganz gerne spiele und die ist schon wirklich top. Man braucht nicht die Mods dazu. Und vor allem vergesst eins nicht, durch die Mods könnt ihr keine Errungenschaften machen. Ich werde ab und zu, wenn es auch zum Thema passt, hier oben natürlich etwas verlinken. Das ist alles, also die ganzen Errungenschaften, die ich gemacht habe, sind natürlich jetzt für euch, die ich natürlich dann nachgestellt habe, auch beim Nachstellen mit dieser sogenannten Vanilla-Version entstanden, also ohne Mods.
Auch hier bei den Mods können wir natürlich diese Meisterwerke kreieren, aber wir kriegen die Trophäe natürlich nicht. Das heißt, bedenkt das. Wenn ihr die Trophäe machen möchtet, dann schaut wirklich auch in meinen Guide hinein. Also ich habe auch eine Playlist gemacht mit natürlich Foundation Tipps und Tricks, wo ihr natürlich auch alles nachschauen könnt. Welche Bedingungen müsst ihr erfüllen, was gehört dazu und vor allem, welchen Nutzen haben diese Meisterwerke. Also man sollte sie auch nicht außer Acht lassen, auch wenn man sagt, naja, ich brauche nicht unbedingt alle Trophäen, aber sie bringen auch wirklich sehr viel, die Meisterwerke. Also wirklich sehr schöne und starke Bonis. Wir werden jetzt natürlich unser Handelsnetzwerk freischalten. Das macht ihr auch natürlich hier unten bei unserem sogenannten Buch. Geht einfach hier auf den Handel und schaltet dann hier nacheinander die Sachen frei. Für das erste, wo wir unser Werkzeug checken müssen, brauchen wir 20 Holzbretter. Ihr seht, haben wir noch nicht, wir haben erst 17. Das heißt, wir müssen noch warten, bis unser Holzkuckuck noch drei weitere Bretter macht. Da der Holzkuckuck alleine ist, werden wir noch einen zweiten hineinschmeißen, damit das Ganze ein bisschen schneller funktioniert. Ich meine, das war jetzt natürlich jetzt der Zufall, dass es natürlich so stark angestiegen ist. Das braucht ein bisschen der Arbeitsprozess. Der muss erst einmal von unten nach oben latschen. Und ist doch egal, wir haben die 20 Bretter, sogar ein bisschen drüber, zack, einen Klick, sagen einfach fertig. Und jetzt müssen wir natürlich hier beim selben Reiter auf Ressourcen gehen. Und jetzt sagen wir einfach, wir brauchen Werkzeug. Nämlich, wir haben jetzt da aktuell 5 Werkzeug drinnen. Wir wollen immer einen Lagerbestand von 10 haben. Das heißt, wir kaufen, steht jetzt da Gott sei Dank eh dabei, früher war das jetzt ein bisschen nicht so ersichtlich. Nicht kaufen, bis das Inventar der Stückzahl erreicht worden ist. Das heißt, 20 wollen wir im Lager haben. Das heißt, hier klicken wir das Ganze an, zack, das wird eingekauft, bis 20 Stück erreicht sind. Dasselbe geht natürlich auch umgekehrt. Habe ich über, sagen wir mal, 100 Werkzeuge und ich möchte aber nur 20 regelmäßig in meinen Schuppen haben, dann verkaufen die Händler, die was wieder, das passiert alles automatisch, das heißt, die kommen her und kaufen das, bis wir die Stückzahl von 20 im Lager erreicht haben und nicht darunter. Das heißt, wir werden immer 20 Werkzeuge haben, außer wir verbrauchen sie natürlich selber für unsere Bauwerke. Jetzt kaufen wir sie ein, wir werden das auch hier beim Markt spüren, dass wir hier dann weniger Geld verdienen oder sogar ganz kurz ins Minus rutschen, wenn dies passiert. Beförderungen können wir jetzt auch anklicken. Wir haben das Geld bei 729, das heißt, wir können jetzt jeden, der hier arbeitet, also allen hier, natürlich sagen, ihr seid alle befördert. Ich baue für euch das Ganze natürlich live auf, werde natürlich diese Tipps und Tricks natürlich jetzt situativ auch machen. Ich werde es aber natürlich dann auch im Video richtig betiteln, damit ihr auch wisst, um was geht es in diesem Video jetzt da wirklich hauptsächlich. Und hauptsächlich geht es jetzt mal darum, eine Siedlung von Anfang an zu gründen. Für den Kirchenbau gebe ich jetzt auch noch ein paar Tipps hinzu. Viele unterschätzen die Kirche oder manche überschätzen sie auch sogar. Gerade beim Bauen sehr, sehr wichtig, dass sie auch wirklich großzügig gebaut wird. Denn wir haben ein Problem mit der Kirche. Sie ist sehr, sehr klein und hat auch nur Platz für wenig Leute. Klicken wir das jetzt an, sehen wir jetzt hier eine Raumgröße für 20 Personen. Wir haben gerade 19 Dorfbewohner. Das heißt, dieses Ding wird sich ausgehen. Ihr werdet dann merken, wie schnell natürlich so eine Dorfgemeinde wachsen kann. Das heißt, die Kirche wird nicht von Dauer aus reichen. Das heißt, am Anfang könnt ihr natürlich sagen, okay, ich baue jetzt mal so ein ganz kleines Kapellchen dahin und lasse natürlich Platz für Erweiterungen. Oder ihr baut sie gleich am Anfang sehr schön aus. Was braucht eine Kirche? Die Kirche braucht generell mal so ein Hauptgebäude wie hier und zumindest einen Glockenturm. Der Rest ist egal, das bleibt euch überlassen, wie ihr das dann natürlich auch baut. Wir werden jetzt natürlich eine ganz kleine Kirche machen, weil dann ist sie auch schnell fertig und die Zufriedenheit sinkt nicht so stark, was jetzt dann nicht so gravierend ist, aber ihr merkt schon, minus 24% wegen Gottesdienst, das heißt, die Kirche ist richtig notwendig, das heißt, wir bauen die jetzt einmal. Erstmal ist sie ziemlich günstig, sie ist auch schneller fertig. Wir können später die Elemente dazu bauen. Jetzt dabei wirklich nur für 20 Personen. Das heißt, ist die Kirche fertig, baue ich den Rest gleich natürlich dazu. Denn es werden jetzt in nächster Zeit die nächsten Dorfbewohner reinkommen. Und wenn die jetzt da aufsteigen, so wie jetzt der 21, wollen sie in die Kirche gehen. Das heißt, diese lasse ich mal nicht aufsteigen, sonst ist die Zufriedenheit im Keller. Ihr könnt die Gebäude auch priorisieren. Die man einfach sagt, aber wir haben jetzt da Gott sei Dank keine anderen Projekte, aber wir könnten natürlich jetzt hier sagen, priorisieren. Das heißt, alle stürzen sich auf dieses Bauprojekt. Wie die Geier. Fangt bitte gleich an, das Gebäude auszubauen, denn
wenn ihr später vergisst und die Zufriedenheit sinkt, ich baue auch ganz gerne hier noch meinen Hauptteil heran. Es schaut extrem merkwürdig aus. Also die Kirchen sollten später in Zukunft auch noch mehr Elemente bekommen, habe ich gelesen. Nicht nur gehört, sondern gelesen. Schauen, geht sich das aus auf höher? Ist das dann... ist dann eher bündig. Das passt eh. Dann bekommen wir mal 40 Leute rein und jetzt müssen wir ein bisschen schummeln. Um die Kirche etwas Schönes gestalten, brauche ich auch ganz gerne diese Holzerweiterung. Es sind immer 5 Personen, die da reinpassen. Und die stopfe ich wirklich an die Seite mal heran. Die erste Kirche wird einfach für mich immer protestlich werden. Ja, begeistert bin ich natürlich nicht, aber es ist natürlich sehr effizient. Und Effizienz ist natürlich immer sehr, sehr schön. Ihr seht jetzt eh auch hier den Klerusprunk. Also wir haben am Anfang 7 Prunk für die Kirche bekommen. Durch den Zubau bekommen wir 10 Kleruspunkte danach am mehr. Das heißt, wir haben dann 17 schon auf die Dorfkirche. Aber auch die Kosten steigern sich, die Wartungskosten. Von laufende 62 Goldstücke plus 216 Goldstücke. Ich bin kein mathematisches Genie, aber es ist sehr, sehr viel Geld. Man kann natürlich dann sagen, statt der Kirche, die kann man dann wegreißen, indem man vielleicht irgendwo da eine Kathedrale hinbaut, die natürlich extrem groß ist, dann kann man diese Kirche da unten wegnehmen. Bitte beachtet aber, dass die neue Kathedrale ebenfalls das Fassungsvermögen von der alten Kirche gleich kompensiert. Also nur eine Kirche wegreißen und eine neue hinbauen, löst leider Gottes das Problem nicht. Und so ein Gottesdienstmangel, wenn der mal überhand greift, so wie jedes andere, so wie jetzt hier auch Nahrungsmangel zum Beispiel, kann natürlich extrem harte Folgen haben. Ich werde euch dann natürlich auch zeigen, wie man das Ganze mit den Lagerständen macht, also wie man da hier schon eine Produktionskette erstellt, eine ganz kleine und natürlich eine Lieferkette stellt, dass auch hier wirklich alles tiptop funktioniert, dass hier wirklich die Arbeitswege so gering wie möglich gehalten werden. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir natürlich auch hier auf dieser Insel ich sage jetzt mal wirklich hart, schauen wir mal ganz kurz rauf. Also wir haben jetzt hier unten einen Marktplatz, wir werden oben noch einen bauen auf der Schrägen und werden dann Richtung rüber, werden wir auch noch einen Marktplatz bauen müssen. Das heißt, da müssen wir wirklich mindestens 3 Marktplätze hier auf dieser Insel haben. Schaut klein aus, ich weiß, aber um auch wirklich Produktivität und auch die Arbeitsfähigkeit und Leistung zu gewährleisten, braucht es auch natürlich kürzere Wege, auch für die Leute, die in Freizeit sind. Denn man musste besonders jetzt da oben, jetzt da hier im Norden, im Zipfel wohnt, und dann auch natürlich hinunterwandern, machen sie natürlich. Hunger und Durst zu stillen geht natürlich nach unten. Beim Durst wahrscheinlich eher schon weniger. Da habe ich schon oft Leute gehabt, die natürlich dann des Durstes müde waren und natürlich die Stadt verlassen haben. Sie versterben Gott sei Dank nicht, aber sie nehmen natürlich Sack und Pack, lassen den Betrieb zurück und lassen alles liegen und stehen wie eine fristlose Kündigung und verpissen sich natürlich. Das sollten wir natürlich auch hier vermeiden. You in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever.